Künftig soll schneller abgeschoben werden. Die EU hat entschieden, das sind die neuen verschärften Asylregeln. Zuerst einmal soll das Asylverfahren schon an den Außengrenzen Europas beginnen. Migranten mit geringen Aufnahmechancen sollen an der Weiterreise gehindert werden. Das betrifft zum Beispiel Menschen aus Marokko, Tunesien oder Bangladesch. Migrantinnen und Migranten, die als Sicherheitsgefahr eingestuft werden, die Behörden in die Irre geführt haben, mit einem falschen Pass zum Beispiel, kommen in Grenzverfahren. Neben solchen Verfahren werden sie in Grenznähe festgehalten und sollen von dort direkt abgeschoben werden können. Juristisch betrachtet sind sie so nicht in die EU eingereist. Die Mitgliedsländer wollen zunächst 30.000 Plätze in Grenzlagern schaffen, nach 4 Jahren sollen es 120.000 sein. Asylbewerber sollen künftig auch in sichere Drittstaaten wie Tunesien und Albanien zurückgeschickt werden können, falls sie eine Verbindung mit solchen Ländern haben. Das Land der ersten Einreise ist künftig für einen Asylantrag zuständig. Es greift aber ein verpflichtender Solidaritätsmechanismus, bei dem 30.000 Migrantinnen und Migranten aus Italien oder Griechenland jährlich in die ganze EU umverteilt werden. Staaten können sich zudem freikaufen. Im Gespräch sind 20.000 Euro pro Migrantin oder Migrant. Die Menschen sollen auch besser erfasst werden mit etwa biometrischen Fingerabdrücken und Fotos. Erstmals sind auch Kinder ab 6 Jahren betroffen. Bei besonders vielen Geflüchteten auf einmal gibt es eine Krisenverordnung, die es der EU erlaubt, die Menschen länger in Grenzverfahren zu halten. Die Migrationsforscherin Judy Kohlenberger von der WU findet das Ergebnis weder ein historischer Durchbruch noch zukunftsweisend. Wieso ihrer Meinung nach die neue Asylregelung von der EU überverkauft wird, findest du im Artikel über den Link in der Bio.